Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf etwas und zwar auf jemanden, der auf mich reagiert. Ramses, guten Tag. Ziemlich lustig. Ramses ist ein Typ, der halt auch ziemlich ähnlichen Content macht oder zumindest ähnliche Interessensgebiete hat, sage ich mal. Ist ein YouTuber mit ungefähr 15.000 Abonnenten, den ich schon etwas vor etwas längerer Zeit entdeckt habe. Und der isst zum Beispiel gerne scharf, er spielt auch Pokémon Go und auch von seiner Art und einfach wie er die Videos raushaut, so sehr, sehr auf entspannt und so, wie er Bock hat und sehr authentisch und das mag ich. Und jetzt hat er mich entdeckt durch einen Vorschlag. Ich habe ja ein Video hochgeladen, Kara ist übrigens auch dabei. Hallo. Die Kamerafrau von diesem legendären Video. Wir haben ja, das aufgenommen, wo ich diese dreimal Spicy Nudeln esse. Und wir haben gerade, also gerade hat der Typ, der streamt immer noch, hat gerade das angeschaut. Und da will ich jetzt eine Reaction drauf machen. Wir haben gerade schon angefangen und es war so lustig, was er gesagt hat. Deswegen haben wir jetzt uns entschieden, wir machen jetzt eine Reaction einfach drauf. Das wird er jetzt vermutlich wiedersehen. Von daher, hi, was geht ab? Ich würde auch gerne mich zu einer Bank, mich auf der Bank zu dir setzen und mit dir Samyang Nudeln essen. Wir wohnen ja, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Ja. Gott. Heilige Schau jetzt Mutter, nochmal das von ist. vorne. Was? Schau jetzt nochmal von vorne, was er alles Digga, weißt gesagt du, was ich gerade verstanden habe? hat. Oh je. Wir schauen natürlich von vorne, klar. Wir sind hier gerade auf Discord mit Screensharing und ich will mir das jetzt angucken. Vermutlich wird diese Reaktion ein bisschen länger, weil ich, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Irgendwie so unangenehm, aber irgendwie auch freue ich mich und irgendwie alles in einem. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht Bayern mehr. rumasselt. Ja, genau. Da hat er schon angefangen, über mich zu reden. Sympathisch. Dann habe ich dem gerade Die Faden am Geschichte. Start. So, jetzt erzählt er gleich die Geschichte, wie er auf mich aufmerksam geworden ist. So. Ich trinke dabei, würde ich sagen, Malzbier, oder, Kara? Malzbier mögen wir Nein. alle. Das habe ich aber gerade vergessen aufzumachen. Scheiß drauf. Los geht's. Es ist so schade, So, dass keiner das mein war's. Lachfleisch mitbekommen hat. Ich habe letztens ein Video gesehen, das wurde mir vorgeschlagen von einem Nico Dunkel. Nico Dunkel. Fand ich den Namen eigentlich cool und der hat auf seinem Kanal so Pokémon-Videos gemacht und der hat gesagt, hier Grüße aus Bayern, da war er nämlich gerade in Bayern oder hat Pokémon Ich wohne in gespielt. Bayern, ja. Fand ich cool, fand ich sympathisch. Dann habe ich dem einen Kommentar hinterlassen, habe gesagt, ich habe ihm mal ein Abo dagelassen, ich fand das eigentlich ganz nett. Das sagt er doch echt. Oh Ramses, Ja. ich bin Zuschauer bei dir, ich gucke auch immer deine Videos. Das war echt, das ist echt eine Fügung des Schicksals. Und das ist erbracht, dass du hier bist. Jubui. Also, ich wusste gar nicht, dass es den gibt und dass der mich guckt, aber habe bei ihm was gesehen und kommentiert und hat er gesagt, dass er bei mir auch immer mal guckt. Und dann lädt er die Tage auf einmal ein, ich probiere die Three Spicy Samyang Nudeln hoch und ich dachte, krass. Ich glaube, im Unterbewusstsein war mir schon klar, ey, das könnte der mitbekommen. Echt? Ja, er ist ja einer der. Naja, Samyang ist ja so viele, man kennt ihn hauptsächlich, glaube ich, die meisten durch Samyang-Nudeln. Ich habe den ja noch nie gesehen. Ich habe nur seine Stimme bisher gehört. Und nicht nur, dass er Pokémon zockt und in Bayern rumasselt. Jetzt ist er auch noch Three Spicy von Samyang. An der Stelle nochmal an Ramses und an Leute von ihm jetzt. Ich habe auch in Sachen Schärfe noch ein paar andere Sachen schon gemacht. Also ich habe mal so ein Schärfe-Experiment gemacht, wo ich 4 Wochen jeden Tag mir eine Schärfe-Challenge gestellt habe. Und das ging bis ans Limit. Und also für mich, ja, ich bin ja nicht so krass. Und da habe ich auch zum Beispiel eine pure Habanero gegessen und ganz strange Sachen. Ja, falls ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne abchecken. Ich habe da eine Playlist, ist aber schon etwas älter. Also, ich verlinke euch das mal, würde ich sagen, in der Beschreibung. Falls Ramses das noch schauen will, gerne. Ja. Nur so gesagt. Also, Schärfe ist auch. Ich bin schon begeistert von Schärfe. Das sieht man jetzt in dem Video nicht. Da ging es jetzt nur hauptsächlich einfach nur ums. Ja, es ist ein kurzes Kackvideo so. Aber. Reinstarten. Okay. Denn das ist, ich probiere die Three Spicy Samyang Nudeln. RIP. Das ist Nico Dunkel. Der Sieht einzig aus wie wahre. Drachenlord. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Was für Drachenlord? Kara! Was? Sag was dazu. Das geht doch nicht. Kenne den nicht wirklich. Aber du kennst mich. Ich sehe doch nicht aus wie Drachenlord.
bin mir nicht sicher, wie er aussieht. Hm. Habe ich hier ein Foto drin? 2 Minuten 13. Bro. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt ist, was wir da erwarten. So jetzt wird's lustig, was er jetzt sagt. Jetzt kommt das Lustige. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer... Das war ja gar nicht unbedingt geplant, dass ich das auf YouTube hochlade. Wobei doch schon, aber so, das war so spontan. So voll auf Billo halt. Und zwar gefällt mir schon. Wenn ich, ja, jetzt, was er sagt, Alter. Ich den sehe, ich kenne ihn absolut nicht, aber ich finde die Frisur cool. Ich finde die dicken Arme cool. Ich finde den Bart und das Grimmige etwas, aber irgendwie trotzdem so eine Art Teddybär. Oh, Digga, das... eine Mischung aus, ich fühle mich geehrt und unangenehm. Ja, was weiß ich. Jetzt mal so zum Thema Teddybär, ne? Ja. Ja, ich hab da ja auch das Shirt an. Ja, auch, aber trotzdem. Ja. Ich glaube, wenn du das Shirt nicht anhättest, wäre das gekommen. Ja, ja, ist schon klar. Fett ist warm, klar. Beste. Also wenn ich den sehen würde irgendwo hier auf dem Parkbank sitzen, ich würde mich dazusetzen und fragen, hey, wollen wir ein paar Samyang-Nudeln essen? Ich habe auch... Das ist nice. Radler dabei. Radler, ja. Und dann schlägt er mir das Radler aus der Hand und sagt, ich habe Elephant dabei. Was, Elephant? Kenne ich gar nicht. Ultrastorm. Dann sage ich, jetzt verstehen wir uns. Elephant? Ich weiß es nicht. Der ist ja auch so biermäßig ein bisschen unterwegs. Ja, bis dahin haben wir geguckt und ja, weiter nicht. Genau. Sieht sympathisch aus, schreibt da jemand. Mist, war zu schnell. Okay, muss auch ein bisschen auf den Chat achten, ne, was die schreiben. Also, das solche Leute da... Hä? Ich bin doch nicht schnell mit Lesen, was denkst du? Ja, okay. Ich mir vor. Ja. Geht immer direkt mein Herz auf, das muss ich schon so sagen. Okay, oh mein Gott. Mann, es ist ja nicht mal ein Test, es ist ja wirklich einfach nur Ding und dann liege ich da, sitze ich da und dann sabber ich. Da esse ich die dreimal spicy Samyang. Oh, ich habe so Angst, wirklich. Ich finde es so schön, mein Commentary im Hintergrund. Das sind sehr scharfe Nudeln. Das sind die, Woher will man denn jetzt wissen, dass das Three Spice... Ja, das stimmt tatsächlich und ich habe, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, von wegen, ja... Ich habe die Packung nicht gezeigt und nicht gezeigt, wie ich es mache. Das stimmt, aber es war überhaupt nicht der Plan. Ich habe das ja, dieser Plan, dass ich das aufnehme, war ja erst, wo die schon quasi gemacht wurden. Und ich kann versichern, es waren die drei Spicy, du bist Zeuge. Ja, ich habe auch eine Packung hier, wartet mal, als Beweis, dass ich sie besitze. Das war hier, eine 3x Spice Packung. Das ist natürlich jetzt kein Beweis, aber da müsst ihr mir einfach vertrauen. Und die zweimal. Die zwei, ja, eine Gabel, hab ich auch gefilmt. Nicht mal. Minigabel. Und ich habe die zweimal Spicy zum Beispiel eine Zeit lang sehr viel gegessen. Und natürlich vom Aussehen sehen die ja relativ ähnlich aus. Vertraut mir, es waren wirklich die dreimal Spicy. Das ist natürlich klar, dass es keinen Beweis gibt. Spicy ist, kann ja auch einfach Nudeln mit Tomatensauce sein. Wir sehen ja nur eine Schüssel mit Zeug drin. Ja, Prank Bros. Kann sein. Scharfen Nudeln. Der Blick von ihm. Der Blick von dir. Ja. Du hast so gar keinen Bock. Oh, da hat er deine Drecksstimme gehört. Nein, Spaß. Halt die Fresse. Was? Die sind sehr scharf. Und deine doofe Idee. Ich mag die Samyang-Nudeln, aber das sind die dreimal spicy. Naja. Das Geile ist, ich weiß nicht, was du drin gelassen hast im Video. Ich habe das relativ uncut gelassen eigentlich. Und am Ende habe ich... Ach du hast es noch gar nicht gesehen, oder? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Dreimal spicy, naja. Also ich... Überhaupt kein Problem. Ja, also, gut. Ja. Wie ich auch esse, ne? Aber das musste halt schnell rein, so. Mhm. Morgen, die Rampenlichtstunde müsste ganz normal. Mit scheiß Chat, Alter. Ja gut, aber was soll man dazu sagen? Ich habe das direkt gemerkt, Alter. Direkt. So, der erste Biss war so, also, so okay. Neue Welt betreten. Dann ging's. Und dann gegen Ende war es ja wieder richtig schlimm, ne? Desto mehr. Desto schlimmer. Da hat es mich geschüttelt. Aber ist lecker. Ich kann da nicht lange bei zusehen, ne? Ja. Ist lecker. Das kann ich absolut nachvollziehen. Außer Schüssel. Und auch, das, auch die Art, wie er die Nudeln macht. Er macht das genau wie ich im Topf. Er isst das direkt am Topf meistens. Und auch zwei Packungen, er mag auch die Käse Samyang am meisten, die gelben, mag ich auch am meisten. Das ist so geil, das ist so nice, Alter. Da sehe ich mich einfach drin. Aber ich glaube, er ist tatsächlich schärfer, toleranter als ich. Also er hat die ja auch probiert im Video, war auch heftig, aber mich hat es mehr getroffen. Man sieht auf jeden Fall eine deutliche Reaktion des Körpers. Das sieht man später noch mehr. Der Augen, der Stimme und allem.
Schluck auf! Schluck auf! Yes! Das ich habe ja vieles, was geil. Nicht mal gesehen wurde, weil du das später gesagt hast, hol mal die Kamera. Ja, ja, das meiste hat man gar nicht gesehen. Ich bin da ja im Garten rumgelaufen, hin und her und habe geschrien und. Digga. Das ist mein Freund. Da ist auch eine kleine Träne hier, wie man sieht. Oder ja, und Schweißperlen kamen dann auch hier recht schnell. So geht's mir auch immer. Jo. Abonniert mich. Oh Mann. Und dann hängt er da. Oder? Ja. Machst du ein Video? Ja. Hallo Leute. Abonniert mich. Mein Körper reagiert ziemlich krass drauf. War lecker. Ciao. Hey, da hat er vorher noch 3 Golfbälle gegessen. Hab was, 3 Golfbälle? Das gesehen. Hä? Wie meint er? Hä? Verstehe ich nicht. 3 Golfbälle? Wie meint er? Also muss ich sagen, ohne viel drumrum Gelaber, ja. Einfach direkt Videostart. Mann, der bewertet das so ein bisschen so, als hätte ich das so geplant, als würde das so ein geiles Video werden sollen. Das ich war kann überhaupt natürlich, nicht geplant. Nein, das war wirklich nur so nebenbei. Ich kann ganz anders. Ich kann auch Videos machen. Ja? Ich wollte essen, wir wollten beide essen und du kommst so random, nachdem wir die Hälfte gegessen haben, so kannst du filmen? Ja. Ja. Halt mal Handy. Du warst mit dem Handy aufgenommen, das ist ganz kurzes Video, zack, billig. Hin und her, keine Scheiße. Gefällt mir. Der Look gefällt mir, die Art gefällt mir, das Direkte gefällt mir. Danke. Find ich cool. Ich lasse das jetzt nochmal für euch ablaufen. Ich guck mal kurz nach Pupsi. Ja, lass das nochmal ablaufen. Ramses. Ob die noch lebt, nochmal. Okay, er hat danach noch irgendwas mit Pokémon Go, glaube ich, bei mir angeschaut. Deswegen spule ich noch ein bisschen vor und guck, was noch kommt. Jo, Leute. Nochmal. Kommentiert mal. Er sagt nochmal irgendwas mit Drachenlord. Diesen richtig genialen Herrn, der mich immer noch an Drachenlord erinnert. Digga, Schaden. Ein Schaden. Okay. Ich bin der Drachenlord. Was? Drachenlord. Nein! Ich bin der Drachenlord. Das triggert mich. Ein Drachenlord will mir nicht verglichen werden. Und ich esse Nudeln. Die sind scharf. Abo, Like und Kommi sind da, schreibt jemand. Hallo Flexmann. Dankeschön. Also an alle jetzt natürlich auch, die von Ramses meinen Kanal entdeckt haben, natürlich auch herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Benjamin. Ich mache vielseitige Sachen, ich mache eigentlich alles. Gibt es irgendwas, was ich nicht mache? ASMR mache ich nicht. TikTok mache ich nicht. Ja gut, ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr wirklich was, oder? Einschlafen. Hat unsere Vollgeist-Videos. Ja, unsere Vollgeist-Videos sind sehr schön. Ich bin Pro übrigens. Ja, das war das Beste. Ja. Hallo Leute. Abonniert mich. Körper reagiert ziemlich krass drauf. Ich fand das eigentlich ganz lustig, dieses abonniert mich. Ja. Es halt kommt so aussieht, ne? Ja. Ich sehe doch super fit aus. Irgendwas runtergefallen. Ciao. Was ist da runtergefallen? Achso, bei ihm. Jetzt ist irgendwas runtergefallen. Ciao. Ich muss was dazu sagen. Ja. Man hat ja, du bist ja wirklich eine Ewigkeit erst, du hast die Milch getrunken, bist dann eine Ewigkeit im Garten rumgelaufen, bis du dann da auf dem Boden Milch? Warst. Bisschen, mini-mäßig, hast, oder? Das war nicht viel, aber ja. Du hast ein bisschen Milch getrunken, ja, ich und dann weiß bist noch, du nur rumgelaufen. Das war diese widerliche Haarmilch, ohne, die hat gar nichts gebracht, nur ganz bisschen. Ich bin die meiste Zeit rumgelaufen. Da, wo ich da saß, gekniet bin, da wurde es dann recht schnell wieder gut. Dieses Raussabern hilft tatsächlich. Aber wenn es einmal runterfällt, liegt es ja unten. Dann kann so, da schreibt er jetzt hier noch was. Genau, das habe ich schon gesehen. Ich lade dieses Video tatsächlich auch gleich, nachdem ich es jetzt aufnehme, hoch. In der Hoffnung, dass er es vielleicht sogar noch schaut, wenn er jetzt live ist. Das wäre krass. Eigentlich auch ganz das viel. Das wäre cool. Das wäre wild, wenn ich so schnell bin. Hier. Tischtennis, 9.05.23. Nee, der spielt hier auch Fall Guys. Letztens hat irgendeiner auch gesagt, ob ich nicht mal Fall Guys zocken will. Ja. Der macht halt hier auch Pokémon-Videos. Ja, der macht hier Pokémon-Videos. Hä? Kann ja mit uns zocken. Theoretisch. Kann ja mal kurz irgendwo rein, damit ihr mal kurz einen Einblick habt oder das seht, wie das dann so aussieht hier. Mhm. 23.09. Mabula Community Day. Yo, Leute, und herzlich genau. Ja, da muss ich dazu sagen, dass ich halt unterwegs aufnehme und nicht im Nachhinein kommentiere. Deswegen ist die Audioqualität halt nicht so gut, weil ich halt nur so hier diese Kopfhörer habe. Deswegen, das wird er vermutlich ansprechen. Also,
Hab ich's ja doch gezeigt. Starnberger See. Ach, das Ding doch schon drauf, wieder nach Bier. Starnberger See, aber da war ich nur urlaubsmäßig. Oder ausflugsmäßig. Starnberger See in Bayern. Keine Ahnung. Ja, aber den kennt man doch. Auf jeden Fall. Ist der größte See, oder? Neben Chiemsee. Komplett. Ich kann gar nicht bayerisch. Das Monozyto was. Das war nicht, auch nicht der Versuch. Beziehungsweise am Anfang schon. Kara? Reiß dich zusammen. Eigentlich noch gut wäre zu entwickeln. Hat aber nicht so viel WP. Ich weiß gerade gar nicht, ob es eine Sammlerherausforderung gibt. Mit heißt der Flammkuchen, ja? Ja, ich heiße Flammkuchen. Ja, mit F-L-U-M. Ja, kurze Story. Es gibt einen Rapper, der heißt Kevin Flamm. F-L-U-M. Und den habe ich früher gefeiert und dann habe ich mir dieses Wortspiel überlegt. Flammkuchen? Nee, gibt's gar nicht. Genau, er will ja auch den Trainer-Code, den schicke ich dir auf jeden Fall über irgendwo in die Kommentare oder dann per Insta-DM. Ja, da kann ich's verschicken. Ein Lamus muss ich noch entdecken und ein Simsemmer. Das sind bald vorbei. Der nimmt halt einfach mit der Bildschirmaufnahme auf und redet direkt, dass das Handy-Mikrofon das aufnimmt, den Ton von Dings und ihn selber auch und ja. Ja. Das ist halt ganz cool für so Shinies oder so, dass du direkt die Live-Reaction hast. Natürlich wäre es auch mal eine Idee, gerade wenn man zu Hause ist und nur entwickelt oder Go-Kampf so macht, dass man einfach dann mit Mikro halt das richtig macht. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich mag dieses Live-mäßige vom Konzept halt. Aber mit Audioqualität ist halt ein bisschen schwierig natürlich. Dann wird es hier so mit eigentlich etwas anschaulich da auch dargestellt und das finde ich. Ja gut, der Rahmen und das alles ist jetzt hier mehr oder weniger nur eine. Naja, es ist jetzt nichts Krasses, habe ich so spontan gemacht. Besser als nichts, sage ich mal. Mehr strecken konnte ich das Bild halt auch nicht, sonst wird das verzerrt. Eigentlich etwas anschaulich, da auch dargestellt und das finde ich. Dankeschön. Eigentlich interessant. Ich will Danke. Auch den eigentlich in meiner Liste haben. Jetzt gibt es hier irgendwo, da steht nichts da. Kannst Was wollte er? Achso, den Trainercode, ja. Hier, bitte mal. Deinen. Ja, den Trainercode, den werde ich jetzt, den schreibe ich jetzt gleich unter dieses Video dann. Und generell unter jedes Pokémon-Go-Video könnte ich mal eine Beschreibung anfertigen. Trainercode. Und der schaut auch Spieletrend wegen Pokémon Go. Sympathisch, mach ich auch. Unter ein Video von mir packen, damit ich dich. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht aus dem Stream jetzt das hochlädt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Reactions lädt er nicht hoch. Hätten kann. Und wenn ich mal wieder in München beim Hannes bin, müssen wir uns mal mit ihm treffen. Na, München, da bin ich weiter weg, sag ich mal. Also die Gegend ist es nicht. Bayern ist ja groß. München, da brauche ich schon ein bisschen länger. Und Samyangs Ries bei. Moin Nico. Ah, da bin ich gerade in den Chat rein. Da war er eben schon fertig. Da habe ich dann nur gecheckt, dass er halt das gesehen hat. Ich habe erst auf Twitch die ganze Zeit geguckt. Wusste nicht, dass er auf YouTube streamt, ich Vollidiot. Wobei das eigentlich klar war, weil Twitch benutzt er nicht wirklich gerade. Aber irgendwie dachte ich, er hat irgendwas mit Twitch gesagt, aber das war nicht so. Eisig zusammen essen. Genau, Starnberger See ist eine Bonzen-Gegend. Das stimmt. Aber da wohne ich nicht. Trotzdem nicht in Bonzo. So, das ist doch toll. Also, wenn ihr mal in seine Pokémon-Videos reingucken wollt oder generell schauen wollt, was Gerne. Er noch so macht, hier Fall Guys. Fall Guys wirklich kann ich nur empfehlen. Das ist immer sehr schön. Das ist auch besser geschnitten, ist auch professionell gemacht mit dem Rahmen, dass man so beide Ansichten sieht. Also das ist Fall Guys Play stark. Schnauze. Oder ja. Das ist meine Idee. Alles, richtig. Dann habe ich es wieder verkackt. Das ist schön. Dann hier drüben. Dann schaut mal hier bei ihm rein. Das Respicy-Video fand ich schon cool. Mal gucken, als nächstes macht er bestimmt dann die Hot Chip Challenge und stirbt. Ich habe zum Beispiel bei dem Chef-Experiment auch Erdnüsse gegessen mit einem Carolina Reaper-Gewürz. Also von der schärfsten Chili. Also wo wirklich echte Carolina Reaper-Extrakt drin war. Nicht viel, aber ein bisschen. Also ich habe da echt sehr. Es war heftig. Ich musste das sogar vorzeitig abbrechen, dieses Experiment, weil ich dann richtig heftige Bauchkrämpfe hatte, so dass ich fast ins Krankenhaus gegangen wäre am Ende. Also wenn ihr das sehen wollt, Chef-Experiment, das sind 3 oder 4 Folgen, kann ich nur empfehlen. Ging jetzt sehr schnell. Also mich hat es wirklich sehr gefreut, dass du dir das angeschaut hast.
Und ich werde das jetzt gleich hochladen. Kara natürlich dabei. Auch an dich, danke. Ich hatte nicht so viel zu sagen. Es ist echt cool. Ist okay. Ja gut, dann man sieht sich, vielleicht geht das Ganze ja noch weiter, vielleicht kommt noch irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's erstmal. Bis dann und ciao. Tschüss.